Willkommen zurück zu Mono spielt Metro Last Light Redux. So, ich hab's jetzt doch geschafft, das blöde Vieh kaputt zu machen. Einfach ganz viele Brandgranaten, alles was ich hatte draufgeworfen. Da hat's dann doch geklappt. So, jetzt muss ich gerade mal hier den Kommentar lesen. Hab geschaut, am Ende findet ihr bei einer Leiche einen Filter. Den Raum darauf hin, wieder hebt die Gasmaske geradeaus vor euch auf, geht schräg links zum Lagerfeuer, rechts zum Boden und ein weiterer Feld einer Kiste, springt anschließend bei der Palette aus dem Gebäude und durchsucht die Ladenfläche des LKWs direkt vor euch darauf. Hin geht ihr zur Kirche, sammelt die Brandbomben mitten auf dem Platz ein, versucht über den Baumsturm, da waren noch Brandbomben. Na, allerweil. Ja. Wir haben es ja jetzt hingekriegt, scheißegal, wenn ich Sachen irgendwie jetzt verpasst habe. Wurscht. Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Hätte dich auch fast erschossen. Das sollte dich lehren, Funkrufe zu beantworten. Aber ich hab gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem Botanischen Garten. Ich konnte dem Funkspruch antworten? Okay. Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Nein, die verliebt sich langsam in mich. Ich hab's doch gesagt. Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaya. Okay. Die will mich. Hör die Gitarre. Blum. Bum. Blum. Nehm ich. Ja, Kalumet schreibt gerade noch, Metro ist eins seiner liebsten Shooter-Serien und versucht nächstes Mal wieder dabei zu sein. Jo, würde mich freuen. Bis denn. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Diese Patronen sind Spitzenklasse. Hab sie selbst gemacht. Sehr gut. Was finden wir dann wieder? Kann ich da irgendwo Filter kaufen? Was gibt es Neues? Ich konnte hier keine Filter kaufen, ne? Lies die internationale Lage. Ich bleibe noch bis morgen. Wenn du also was brauchst, dann komm zu mir. Und dann kriegte ich letzten Monat St. Petersburg dran. Zeiger. Und die wissen von uns. Irgendjemand ist mit einem Flugzeug dahin übergeflogen. Sind die jetzt besser? Das ist eine Schrotflinte. Das ist Schnee von gestern. Okay. Was hast du von New York und London gehört? Von London weiß ich nichts. Aber da ist diese die Stadt im Norden. Tauschen wir die doch gegen die. Dort steht ein Atomkraftwerk. So, das ist die Schrotflinte. Ich habe mit ihnen gesprochen. Nehmen wir doch mal die. Belagerten so. Sie, aber sie konnten die anpassen. Du bist ein gewaltiger Lügner, Sanya. Du solltest Theaterstücke über unser miserables Leben schreiben und die Bolschoi aufführen lassen. So, geringer Schaden wollen wir nicht. Ja, nehmen wir auch. So viel Kohle habe ich gar nicht, sehe ich gerade. So, anpassen. Ermögliche ein präzises Treffen von
Ach, das ist Nachtsichtding. Ah ja, dann macht das Sinn, ne? Ach hey, brauche ich eins? Ja komm, scheiß drauf, kaufen wir. Geringer Schaden. Oh. Das ist doch schön. Das nehmen wir auf jeden Fall. Nee, komm, brauche ich ja nicht. Alles klar. Okay. Gut, gut. Haben wir das auch erledigt? Warst du schon mal in den Katakomben? Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt, aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches, weißt du? Du meinst die dicke Mama? Da könnte das sein. Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort! Straßensperre! Das ist ein altes. Kennen diese Stimme? Scheiße, ich komm nicht drauf. Ist das Pavel? Könnte es Lesnitsky sein? Oh shit! Anna! Nein! Du elender Verräter! Anna, was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit. Das Bewegung! Okay, sie haben sie wenigstens nicht getötet. Tot. Das waren die roten Tätten, die Verräter. Unsere Uniformen. Die armen Arme. Sind in den Keller runter. Da ist ein Eingang, wo die Kammern kommen. Hirsch und Jungesgeier. Kehr dahin. Böser Ort. Anna. Ein böser Ort. Jetzt ab. Was ist das? Wieso ist meine Lampe aus? Hey. Was geht denn hier ab? Mhm. Okay, wenn ich die Lampe versuche anzumachen, dieser Effekt. Oh, ich kann
kann die Fackeln machen. Cool. Alter, was? So, wieder Geister. Ja, Game Deluxe, du bist jetzt der Einzige, der zuschaut. Aber lieber einer als keiner. Okay, jetzt ist das Licht auch wieder an. Keine Ahnung, was da abging. Keine Ahnung, was hier abgeht. Gehen wir mal in den Korb. Was soll da schon passieren? Der haut ab. Doch nicht. Ich glaube, die Schrotze ist hier irgendwie besser. Habe ich so das Gefühl. Das klingt nicht gut. Was geht denn ab hier? Erstmal hier hingucken. Okay. Das ist ja dieser komische Effekt. Alter, das klang, als ob der direkt neben mir war. Was ist das hier?
Fenster. Die haben ja alle Brandbomben da. Ne? Vielleicht sind die besser gegen die Gegner. Das nicht? Ist alles voll, achso. Ja, Schrotz ist besser. Bin ich von hier gekommen? Ich hab keine Ahnung. Oh, richtig schön hier. Sinn der Sache gewesen sein. Was denn? Oh, da ist noch einer. Okay. Viecher.
Party ab. Backflip. Humpelt der? Jetzt nicht mehr. Jetzt gemacht? Ah, okay. Oh, shit. Bisschen was, aber nicht wirklich viel. Drei Schuss ist ja lächerlich. Ist ja lächerlich. Ich muss hier alle Pfeiler kaputt machen. Oh, der ist kaputt.
Okay, sind alle down. Ah. Okay. Interessant. Aber ich wollte sie in Cut machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.